Hallo und willkommen zurück zu Let's Play. Tragen wir einen Abfluss der Zeit. Ich zog in der netten Herbrücke zum springenden Hirschen. Wir machen in diesem Part weiter im Nano umschauen, beziehungsweise machen wahrscheinlich auch sogar weiter verhaupen. Aber das haben wir fast ganz gesehen. Da wollten wir ja noch das Gästebuch lesen, mal so noch. Willkommen der Reise, nimm dir nur einen Moment und schreib nieder, was du an dem mitteilen möchtest. Bege, ob es wird. Der schönste Platz unter der Theke. Zwei Zwerge. Vater Richter, Lorenz Werner. Kommt Zwerge in die Taverne, sagt der eine und zwei halbe. Daraufhin der Wirt, ja, das sehe ich, und was wollt ihr trinken? Der Buchzwergen wird sich hier folgen. Wenn der Koch dieser Taverne mir manchmal deinen alten Hahn als junges Huhn antun will, dann kann er was erleben. Tom, ich bin der Greif. Salomea, wir freuen uns auf dich. Solange man auf dem Boden liegen kann, ohne sich mit beiden Armen festhalten zu müssen, ist man nicht betrunken. Tauber der Volksweisheit. Mit dem Bieres Hochgenuss wächst des Bauches Radius, ein eurasischer Poet. Traut keinem Geweihten, noch unter halb elf. So ein Unsinn, alles nur Aberglaube. Schau dir die Wirtin an, der Hammer, Magnus. Sag ich noch, was macht Stu? Na gar nichts, Stu ist tot. Schon wieder sitze ich hier in der Taverne, bis ich spät in die Nacht und mache meine Verse. FB. Goldzahn, Hoffelpuffel, mächtig hier bei Ausblick in den Kosch. Leider ist das Buch voll. Okay, gehen wir wieder. Wir haben noch einen Ort, den wir uns anschauen, nämlich den Breios Tempel. Dann machen wir derweil, glaube ich, in dem Part schon die Nachtaktion. Zusammen mit Jakob und Feiris und dem Herrn Gerling. Mein Wunder trifft auch, wenn der Schaden als Angriff über der Kondition liegt und nicht durch Selbstbeherrschung verschieden erstanden wird. Die Proben werden um den Wert erschwert, der Schaden über K.O. über Konstitution liegt. Wunden verursachen Gegnerfähigkeiten kann nicht widerstanden werden. So ist es. Wie gesagt, so werde ich öfter mal die Ladescreens cutten, aber in dem Fall lasse ich es nochmal laden. Geht hier mal ja auch ein bisschen schneller. Das schauen wir uns dann auch um, sobald wir mehr Mates haben. Also gehen wir mal in den Breios-Tempel. Das wird auch relativ schnell, wie ihr seht. Gibt es nichts Besonderes, hier gibt es Gräbe, Tempel, also 2 Göttchen und 12 Göttchen und Weisung, die kann man mal lesen, ist interessant. Kapitel 1 vom Herrn des Lichts, Absatz 1, Wesen der Gottheit. Als Los die Riesen zu getötet hatte, viel Blut aus seiner Wunde. Neuer der Tropfen der Riesen berührte, werd er zu einem gleisenden Gestirn und stieg auf in den Himmel, von einer Stadt Breios, über der er nicht in Ordnung bringt. Unter seinem wahrhaftigen Blick wacht alle Schöpfung von den Göttern über Gewürm und Getier bis zu den Menschen in vollendete Ordnung. Der Blick um göttliches Urteil. Er maß jeden sein. Das Urteil sprach das Göttliche, es sei, und es sei gut und alles Dunkel soll vergehen. Drittens. Wo Bosheit dunkel lug und Chaos treuen, entbrennt sein Zorn. Der Breios zerschmettert den Markt auf der Antlitz der Welt, wie der Schmetter das Unkraut ausreißt, auf das die Saat im Lichte der Sonne gedeihe. Fürchte seinen Zorn. Viertens. Und Breios rief die Wahrsten und Gerechtesten, die Könige, auf deren das Übel zu bekämpfen, die Wahrheit zu suchen, das Recht zu schützen, die Ordnung zu wahren. Und seine Werkzeuge sind die feinsten und edelsten. Beuge dein Haupt und Knie, der vor der Ordnung seines Lichts und seinen Dienen. Sein Wesen ist eins, es ist Wahrheit, Ordnung, Gerechtigkeit und Licht. Denn er ist mit der Wahrheit, sein Blick sieht die Wahrheit, Preis ist die Wahrheit, dies ist wahr. Denn er ist eins mit der Ordnung. Denn seine Gebote sind Gewissheit, seine Gebote sind Sicherheit und Ewigkeit. Denn er ist eins mit Gerechtigkeit, er sieht die Wahrheit. Er stiftet die Ordnung, wo Wahrheit in Ordnung ist. Okay, und den Rest könnt ihr selber lesen. Das ist so ein Einzug wie die Preis-Kirche. Preis ist hier der oberste der 12. Und ist sowas wie, kann man sagen, wie der oberste Gott, der eben, der hat was gegen Magie, der Breios, ist der Gott des Lichtes, der Sonne und eben der Zahlen, die sind so ähnlich wie die, man kann wirklich sagen, so wie damals die katholische Kirche im Mittelalter, mehr so Inquisition, Hexen, Verbrennung und so, das macht die Breios-Kirche auch. Das ist der geweihte Iria, mit dem können wir reden. Wie kann euch ein Diener Breios helfen? Der erzählt uns auch nicht mal ein bisschen was dazu. Erzählt mir etwas von Breios. Breios, der Götterfürst, der Herr aller Götter. Sein allsehendes Auge zieht als Sonne über das Firmament
und es verbrennt die Frevler. Denn Wahrheit und Ordnung sind seine höchsten Güter. Möchtet ihr sonst noch etwas wissen? Da ist der Alkoholik Wilmegwein. Ja? Kann ich etwas für euch tun? Wer seid denn ihr? Ich bin Alrik von der Quell, ein Novize der Gemeinschaft unseres Herrn Praios. Interessant, ein junger Lichtduer. Kann ich euch sonst noch helfen? Du hast eine kleine Aufgabe für mich. Jetzt, wo ihr darauf zu sprechen kommt, ich habe mein Gebetbuch irgendwo im Tempel verlegt. Könntet ihr das Buch für mich suchen? Mal schauen, was ich finden kann. Kann ich euch sonst noch helfen? Und so seien wir ermahnt, stets unseren Platz zu kennen. Denn wie die Blume aufblickt zum Baum und die Schwalbe sich neigt vor dem Greif, so gilt es für den Knecht und den Herrn. Dies ist die göttliche Ordnung, die uns verbindet. Ganz kurz steht da irgendwas. Da kann man gar nicht lesen, George. Die Glieder einer Kette gelegt um Praios Hals zum Zeichen. Ja? Hab Dank. Jetzt kann ich mich noch für die Predigt vorbereiten. Möge Praios es euch kann ich euch sonst noch helfen? Zerbricht ein Glied, so fällt die Kette herunter. Darum wollen wir die Obrigkeit stets beten und Praios um seinen Segen bitten. So, und hier kann ich mal ins Klettchen, weil der das Gefühl weiß. Den armen Kerl da hinten. Was hat er denn da nur? Das ist wieder. Ich würde sagen, wir machen die auch kurz weiter, weil wir haben uns eigentlich schon mal umgeguckt. Also, wenn wir uns umgucken müssten, wäre hier oben, oben hat er halt rum, aber das machen wir dann, sobald wir was lernen wollen und so weiter. Weg geht's dann um. Lehrmeister. Und ein paar Scheckschätze und so, da braucht man aber jemanden, der schon sagt, er kann. Und daher brauchen wir erst ein paar Leute, die dann auch kurz weiter kommen, dann später wieder nach Nadelrett. Ah, machen wir jetzt erstmal die Quest hier mit dem Herr Gerling. Lass dich für die Agonie so eine Platz sagen. Hervorragend, ihr seid da. Alles ist arrangiert. Seid ihr bereit für unsere Mission? Ja, lass uns beginnen, Jakob. Das persönlich machen wir ein andermal. Dann wird es jetzt ernst. Wir treffen uns nach Einbruch der Dunkelheit hinter dem Praios-Tempel mit den anderen. Kommt. Gut. Wir sind jetzt bei Nadelrett bei Nacht. Im Gegensatz zum großen Nadelrett hat es schon tausendmal mehr FPS. Das gefällt mir gar nicht. Die anderen müssten schon längst hier sein. Ich verstehe, die haben wir doch und sind aufgehalten worden. Ausgeschlossen. Dann hätten wir sie gesehen. Nein, es muss... Psst, da kommt jemand. Jakon, wir... Gerling, er... Was ist mit Gerling? Was ist passiert? Wir waren... Er wollte etwas nachsehen. Diese Schmuggler haben ihn in ihrer Gewalt. Ich konnte nicht eingreifen. Sapperment. Wie konnte er nur so leichtsinnig sein? Irgendetwas muss ihn verunsichert haben. Konntest du sehen, wohin sie ihn gebracht haben? Nein, ich wollte Gerling nicht in Gefahr bringen. Einer von ihnen brummelte noch etwas von den beiden großen Lagerhäusern und einziger Weg ins Hafenviertel. Wenn wir Gerling befreien wollen, müssen wir wohl oder übel durch diese Lagerhäuser schleichen. Schnell. Wer weiß, was sie mit ihm vorhaben. Ja, wir sollten keinen zu verlieren. Das ist eine geheime Mission. Das war ja Gerling. Gerling wurde von den Schmugglern gefangen genommen, ist an ihn zu befreien. Finde einen Weg ins Hafenviertel. Durch das Fehlen der Hafenpatrouille konnten. Können die Schergen der Schmuggler schalten und halten, dann müssen wir einen Weg ins Hafenviertel aufbauen. Gut, da haben wir unseren ersten beiden Mates, die wir feststellen können. Wir können in der Inventar gucken. Ja. Unter einem die Fires. Die ist ein Halbelf. Und die hat es auf Bogen spezialisiert und kann auch ein bisschen zaubern. Und guck, ihr seht, hier gehen auch ein bisschen mehr hier auf Pflanzenkunde, Wildnisleben und so. Also wie wir ungefähr. Also ein Saugcharakter. Dann kann sie halt vor allem Bogen. Dolche. Und seine Fähigkeiten hat sie. Fernkampfpfeiler gibt es der Schuss. Und Ausweichen. Und ja, noch ein paar Zauber, wie ihr hier sehen könnt. Die Zauber erklären wir euch dann. Und erklärt euch dann irgendwann mal später. Wie? Und dann haben wir Jakon, das ist ein Kampfmagier, ein ganz normaler Mensch. Ihr seht, der hat hier fast nichts. Der hat Magiekunde und die Kette.
Und das ist unser Magier und Alchemie muss er später auch noch lernen, aber sonst kann der vor allem mit Stäben kämpfen. Das sind auch einiges an Zauber, das sind Kampfzauber. Blitz finden tut den Gegner paralysieren, also die Werte von dem senken. Vom Liktus ist ein Schadenzauber und irgendwie Fazit ist auch, das ist ein feuerbasierter Schadenzauber. Und der Taradiner, der läuft mit uns mit, kämpft mit uns mit, kann ich euch gleich mal zeigen. Ja, so die Gravis, damit kann man jemanden einschläfen, man. Und Armatrotz erhöht schon so, das hat sie auch. Sie hat aber auch Hilfe als Tapfer, ja. Dann können wir Tier rufen. Aber ich werde mal gleich direkt eine Taradiner rufen. Unterwegs! Okay, dann macht er direkt am Armatrotz! Ja? Achso, ich habe auch gewonnen. Okay. Armatrotz! Ja? Aha. Invoco Elementum. Alles klar. Was? Gut. Ich spreche es mal und dann gehen wir los. Jetzt nach ein paar von den Fässern. Neu, bis zum anderen Tag. So. Ich gehe auch mal in den Fernkampf hier in der Mission. Also schon die Wuchtschlager sind nicht, nur keine richtige Waffe. Oh, Schmuggler. Oh nein! Leute von der Schmugglerbande! Wie konnten die mir folgen? Darüber können wir später grübeln. Sie haben uns nicht bemerkt. Vielleicht sollen sie auch nur Schmiere stehen, während das Schiff entladen wird. Ich habe eine Idee. Was, wenn ich eine Falle im Durchgang aufstelle und wir sie dann hineinlocken? Hätte ich nicht vor, also machen wir es. Ei? Ich hätte mich, kann nämlich auch von denen legen. Legen wir mal an, wir haben auch welche, aber ich mach mal nicht, weil es reichen eigentlich. Zwei Stück. Was? Sanyasa! Da sind sie, los, schnappt sie euch! Ei! Ob sie auch Schaden zauber hat. Nee, du bist schon dritte. Weiche! Und doppelt voll. Ich zeige euch mal den Wuchtschlag. So. Bitte. Gut, Geld vielleicht dann verwenden. Oh, die Titanen haben wir Silberteile. Noch mehr Verbände. Nicht vergessen, weil wie gesagt, nachts gibt es andere Fässer. Gibt es am Tag. So, ich weiß vom letzten Durchspielen eine Route, die möglichst wenig Kämpfe beinhaltet. Die sollte mir auch gehen. Und der Gegner führt über deine Freude. Und der Magier dabei. Was? Ha! Aha! Den kaufen wir mal direkt an. Bei ihm fehlt der vom Liktus. Achtung, sie haben einen Magier dabei. Den sollten wir zuerst loswerden. Jakon, schick ihn mit einem Somni Gravis zu Boden. Das könnten wir machen, aber wir gehen so drauf. Oh, Klett ist geschossen. Ja? Ei? Sanyasa! Boah, bin gerade schon entgegengemetzelt. Ja?
Armer Trottel! Ja. Ja, von der Keine, so wie es aussieht. Armer Trutz! Voran! Invoco Elementum! Und der beste Weg ist, wenn wir hier runter nur noch. Okay, ne, da halt. Was? Achtung! Bitte? Ignifaxius! Wenn man hier dann geht, das Problem nicht. Also im Süden. Da. Ich werde es erkennen, bei euch dürfte es noch schon erkennen, aber da ist eine Handwerkskiste. Ja, ich werde die denn immer wieder, wie gesagt, nachts sind bessere Items drin. Noch andere Kisten als den Tag. Da kommen uns auch noch welche entgegen, okay. Wieder auf die Magie. Ja, weiche! Aha. Fulminictus! Ja? Na, ist der Baum schon. Ei? Bitte? Los! Ja! Unterwegs. Ja? Im Nachhinein könnte ich mich ohrfeigen für meinen Wankelmut. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass sie mit Gerling verschwinden. Das wäre es nicht wert gewesen. Du hättest nur riskiert, dass sie Gerling etwas antun. Sicher wäre Gerling stolz auf deine Besonnenheit. Du hast ja recht, Jakob. Dennoch lässt es mich nicht los. Ich hätte wenigstens herausfinden müssen, wo sie ihn hinbrachten. Dann hätten sie dich vielleicht auch noch erwischt. Nein, nein. Mach dir keine Sorgen, Fyrus. Wir finden Gerling und befreien ihn. Da der aber noch. Gut, dann weiter. Autosave. Vorsichtig. Wir sehen erstmal nach, ob die Luft rein ist. Ich gehe in das nördliche Lagerhaus. Einverstanden. Dann nehme ich das südliche. Ihr wartet hier und haltet uns den Rücken frei. Immer diese überheblichen Schnüffler, die nicht wissen, wann sie aufhören sollen. Du wirst nur denselben Preis für deine Uneinsichtigkeit bezahlen wie deine Freunde. Ja, ich liebe, wenn du Preis aus Hand und Gedanken machst. So. Ja!
Ich sehe, der mit der Füße geht. Wir haben auch nur 40. Kontrolle. Ah ja, Gott, alle Frage ist durch. Hinterhalt, ich muss ja mal helfen, tue ich es nicht, könnte es an dem kosten. Ja, Leute, an der Stelle sind jetzt angekommen. Einen von den beiden zu wählen, ihr könnt leider nur einen von den beiden retten. Das kann ich jetzt schon sagen, ihr könnt nicht beide retten, das ist einer von beiden muss sterben und ich habe mich bereits von Anfang an euch gesagt und ich werde mich daran halten. Ich helfe Jakon, also Feieres sterben. Mal stellt, ich habe in jedem Spieldurchgang aus in einem Feieres gerettet. Aber ihr seht, ich habe ihn bereits von Anfang an ihn gewählt, weil ihr seht, wir haben hier die Talente bereits. Wir haben Michael Wunden, wir haben Schildern Schärfen, also das ist, ne, was Feieres kann, aber auch wir. Und das ist der Hauptgrund, dass wir nehmen später Feieres Job. Nehmen Jakon, weil Jakon so später den Zauber lernen, der Schlüssel knacken kann, damit wir unsere Dieb, die wir später auch noch bekommen, austauschen können. Das ist mein Hauptziel und deswegen nehmen wir Jakon, weil Jakon jeden Zauber lernen als Vollmagier, außer ein paar Elfen. Na, Zaubersprüche, die können Menschen nicht lernen. Wie zum Beispiel Tiere beschwören und so weiter, kann er eben nicht. Weil dafür kann er eben trotzdem alles andere, jeden anderen Kampfzauber und so weiter lernen. Und genau deswegen brauchen wir ihn. Er kann ziemlich viel Schaden austeilen durch Zauber später. Während wir und die zwei anderen Krieger, die wir noch bekommen werden, uns ihm helfen werden. Deswegen nehmen wir Jakon. Ist zwar schade, aber es gab auch vieles bei, ist ja alles bei, die ich gesehen habe, am Fahrgast genommen. Ja, und deswegen nehme ich als eingesetzt bei bisher mal den guten Jakon. Deswegen gehen wir jetzt mal. Eine Falle! Feieres! Wir müssen ihr helfen! Ich weiß, haltet aber sich hier euch zur Seite. Ja? Fulminictus! Da! Vorsicht! Noch mehr von denen! Ja, muss nicht schwimmen. Aha! Ja! Mach! Ja! Da! Ha! Ha! Bitte? Ha! Ignifactum! Ich bin die Masche. Hab Dank. Schnell, wir müssen zu Feieres in das andere Lagerhaus. Bestimmt ist Gerling auch dort. Aber Schatten, wo lang? Durch das hintere Tor, hinaus zum Hafen. Wenn wir das andere Lager von dort aus betreten, haben wir vielleicht einen Überraschungsvorteil. Verarzten wir ihn. Lange zum anderen Lagerhaus, also wir gehen das andere Lagerhaus direkt durch den Hafen. Wo ist ein Flug in unsere Wimmelt? Wenn wir nicht kommen, wir noch rechtzeitig um Gerling und seine Mitschalter aus der Not zu befreien. Egal, wenn wir nehmen, die anderen überlebt nie. Also man kann nicht beide retten. Was ich ein bisschen schade finde, aber. Wir haben uns jetzt für Jakon entschieden. Die könnte ich dann eben auch für jemanden entscheiden. Fällt einem nicht leicht beim ersten Mal. Glaubt mir, aber wenn man schon früh plant, wie man eine Gruppe spielen will, braucht man eben den Fall jetzt Jakon. Aber ich will. Ich weiß, wie ich spielen will, weil ich will die Kuano. Die wir später ja auch bekommen. Das habt ihr bestimmt ja auch schon gecheckt. Eben aus, später austauschen können, dass wir drei. Wartet, wir sollten versuchen, unentdeckt zu bleiben. Noch mehr Aufmerksamkeit können wir nicht gebrauchen. Ich bei dir nochmal. Lass uns mal zusammen sehen, wir haben als beide. Ja? Schlechtes Schleichwert, die es gibt. Deswegen. Weil wir jetzt sowieso entdeckt, aber. Wir müssen nur von dem Magier, der hier rumpatrouilliert, aufnehmen. So kurz warten, bis er da vorbeiläuft.
dauern. Das ist die Stealth-Schritte im Spiel halt. Geht es jetzt? Nur mal ins Wasser gucken. Ja, das ist jetzt voll gelohnt. Dass wir das geschafft haben. Das werdet ihr bereuen. Nein, Reue ist für die Unentschlossenen, junger Freund. Wenn die Herrschaften mich nun entschuldigen wollen, ich habe noch andere Verpflichtungen. Fulminictus! Ich habe seine Magie aus allen Gruppen daraus eingesehen, gute Menschen. Wenn wir Geld noch retten wollen, müssen wir uns den nächsten Schrottkolben nicht stehen. Aha. Bitte?
dich finden. Aha. Los! Bitte? Einfach dagegen mit der Feuerrissen vor, dass ich durch anfangen kann. Wenn ich Brandpfeile hätte benutzen können. Voll Minik! Ja? Angriff! Jawohl. Los! Mach ich! 4 HP nur noch. Fliegen bitte nur Schrott. Feuerriss! Nein! Bitte nicht! Ja. Die hat er ja nicht geschafft. Gut. Befreien wir Gerling. Kaltensteinig. Ich war zu leichtsinnig. Das werde ich mir nie verzeihen können. Unsinn. Nicht ihr habt Feires auf dem Gewissen, sondern dieses Monster. Aber wenn ich Feires gekannt haben mag, empfinde ich die Betrauung, dass wir sie nicht retten konnten. Wahrlich, ein unermesslicher Verlust. Ein so junges Leben, so beiläufig beendet. Trotz alledem, meine Freunde, dürfen wir nicht verzagen. Gerade jetzt nicht. Ich kann dir damals natürlich alles verdanken haben. Welcher Gott spielt denn diese Saison? Das ist die große Frage, auf die ich keine Antwort kenne. Vorerst. Ich weiß nicht sonderlich viel über ihn. Nur sein Gesicht habe ich mir gemerkt und seinen Namen. Wir sind in meiner Jugend einmal aneinander geraten. Aneinander geraten? Ja, es war eine dienstliche Bagatelle, eine Unregelmäßigkeit. Ich weiß nicht mal mehr genau, worum es dabei ging. Aber der Sache werde ich auf den Grund gehen. Und wenn ich jedes Dokument aus meiner damaligen Dienstzeit studieren muss. Nun, der eigentliche Grund, weswegen ich überhaupt in Gefangenschaft geriet, war eine Unterhaltung hinter einer Hofmauer, welche ich auf dem Weg zu unserem Treffpunkt zufällig belauschen konnte. Ich hörte, dieser fette Moppel wird immer gieriger, will immer mehr vom Kuchen abhaben. Der ist ja fast schlimmer als der Baron. Jetzt soll die Kiste wieder zurück zur Feste. Wurde wohl versehentlich hierher gebracht. Als das Gespräch verstummte, kletterte ich über die Mauer, um einen Blick in die Kiste zu werfen. In meinem Eifer bemerkte ich nicht, dass ich jenseits der Mauer alles andere als alleine war. Ich spürte nur noch einen dumpfen Schlag und erwachte hier. Und was war nun in der Kiste? Es blieb mir verborgen, leider. Doch wir haben immer noch folgende Anhaltspunkte. Die Kiste trug die Initialen SB. Ich habe den Verdacht, dass es sich hierbei um den Kommandanten der Zollfeste, Stitus Blumfold, handelt. Blumfold, interessant. Dieser Blatt dieses Mann braucht dieses Mal aus. Jakon? Ich möchte, dass du unseren neuen Freund hier begleitest. Wem er vertraut, dem vertraust auch du. Ach, wo ihr gerade davon sprecht, ich bin mit 3 gut betuchten Kaufleuten unterwegs, die ebenfalls zu den 100. Piraten sind. Ihnen wurde wohl etwas sehr Kostbares gestohlen. Ja, diese Herren sind mir bekannt. Weiht sie ruhig in alles ein. Ihr müsst zur Zollfeste und herausfinden, welche Verbindung zwischen Kommandant Blumfold, den Schmugglern und den Piraten besteht. Aber ich dann gemeinsam wieder auf den Grund gehen. Das werden wir. Und wir werden herausfinden, was dieser Kaltenstein mit der ganzen Sache zu tun hat. Sehr gut. Ich reise nach Ferdok, um Bericht über die Geschehnisse dieser Nacht und unsere bisherigen Erkenntnisse zu erstatten. Und ich werde alles über Kaltenstein in Erfahrung bringen, was in meiner Macht steht. Fex mit euch und auf bald. Ich hoffe, ihr werdet für Dick. Pass auf euch auf, Gerling. Gut, da haben wir in diesem Part mal ein bisschen länger ganz gemacht und ein bisschen ein extra langer Part, weil jetzt eigentlich mal Story-technisches. Und ich hoffe, es hat gefallen und wir sind zum nächsten Part wieder. Ich mache es kurz, dass ich noch auf den Screen mit euch, weil ich glaube, der Sänger mir dann sagt ja gleich schon was zu uns und dann können wir weitermachen im nächsten Part.
nun? Gut, nur gesagt, was nun? Also, wir sehen uns dann nächsten Part wieder mit der Eistrank mal mit der Zeit. Bis zum nächsten Part, Leute. Danke fürs Zusehen. Ciao.